unsere Werktagsbegrüßung. Ich möchte natürlich alle im Namen von der Alt-Series begrüßen, alle Freunde natürlich des Prägens und Maschings, die sich am 12.12. immer wieder Zeit nehmen und zu der Series vorbei zum Koma. Ich möchte natürlich in unserer Runde ganz speziell heute, und da waren wir alle sehr überrascht, einen Altprinzen begrüßen, der aus den Frühzeiten, sagt man, kommt. Das ist der Pepi Resch. Also es freut uns sehr, Pepi, dass du heute mit der Gattin vorbeikommen bist. Immer am 12.12. sind wir irgendwo, ja? Hätte uns Feuer. Beim nächsten Mal. Natürlich ganz speziell begrüßen möchte ich amtierende Prinzenpaar, die Prinzessin Elke und der Martin ist schon wieder abhanden gekommen. Wo ist er? Und das freut uns so, dass er ein toller, netter, lustiger Zähre ausgewählt hat. Der hat natürlich hochbegrüßt, der stellt sich den später separat bei allen davor. Das ist der Thomas, er weiß es noch nicht, aber jetzt weiß er es. Der Thomas Albertani, ich möchte auch recht herzlich willkommen heißen. Ich möchte mich natürlich auch recht herzlich bedanken, dass wieder einige Ex-Prinzessinnen da sind und natürlich auch die Prinzen, die in einer überlegenen Zahl da sind. Und allen voran natürlich der Obmann, vor allem der Andi Strasser. Herzlich willkommen bei uns. Nachdem wir, wie gesagt, heute am Werktag haben, viele Schaffer haben müssen natürlich am 2 wieder, werden wir die ganze Sache natürlich nicht ewig in die Länge ziehen. Ich möchte jetzt gleich mit der Zeremonie weitermachen und da möchte ich an meinen Zere-Kollege Hubert übergeben. Ist er schon da? Aufzunehmen. Und ich darf den Peter bitten, den Schwur, den wir seit Jahren uns zu eigen gemacht haben, mir mit dem Ich gelobe jeweils zu folgen. In dieser Stadt ein Narr zu sein, das ist nicht schwer. Alt-Zere hingegen sehr. Das sagten schon die alten Römer und der Pontifex Maximus, wenn der Zeremonienmeister die Huldigungen und Audienzen der Hofdamen über sich ergehen lassen musste. Annuntio vobis, gaudium magnum, habemus ad missionalem novum. Petrus, den hochehrenhaften Zere-Eid leistet du jetzt zur Stund, auf das will ich aufnehmen in den Land- und Stadtbekannten Zerebund. Gelobe nun, dass du all deine Kraft mit unermüdlichem Einsatz dem Wohle des Bregenzer Kinderfaschens und seinen Narren widmest und Schaden, von welcher Seite auch immer er kommen möge, abwenden wirst. Ich gelobe. Ich gelobe. Dass du die Gesetze und Pflichten der Altzeremonienmeister verinnerlichst, wahrst, verteidigst, befolgst, im Versäumnisfall Buße tust und in deinem Tempel der Weisheit das Motto verfolgst, non vite sed scole discimus ergo vite vivamus. Was so viel weiß, heißt, wie wenn wir schon für die Schule lernen, dann saufen wir wenigstens fürs Leben. Dass du deine Gesinnung, semper ultimum, immer der Letzte, beim Kommen und beim Gehen, am heutigen Tage zu Grabe trägst und ab sofort das Motto, alle für einen, einer für alle, in deinem Herzen trägst, dass du stets Stillschweigen bewahrst über unverhoffte Dinge, die möglicherweise deinen Weg als Altzehre kreuzen werden, gelobe, so wahr du hier in diesem Tempel vor uns stehst. Ich gelobe. Dass du den Zehre-Orden in Ehren hältst und bei der Organisation des Zehre-Ausflugs nicht am Tellerrand hängen bleibst, sondern den Fokus über den Horizont schweifen lässt. Ich gelobe. In diesem Sinne, ein herzliches Willkommen im Bund der Bregenzer Altzeremonienmeister.
Also wir schauen jetzt mal, ob er passt. Ja, weil der Beruf hat er mal schon das da, oder? Er kann ja nicht rüber. Und der holt. Schauen wir jetzt, oder? Jetzt passt es einmal. Der Holt hat auch gepasst. Alle miteinander. Danke für den vollen Einstieg und Übergang. Herzlichen Dank. Der bald neue Zehre. Wo ist mein Stab? Der neue Zehre ohne Stab, der hat sich mit mir, wir haben uns miteinander schon abgesprochen und hat verschiedene Dinge vor. Und dass im Fasching nichts unmöglich ist, das haben wir ja bewiesen, sogar in Richtung Nachwuchs für den Fasching. Auch die Prinzessin hat dafür gesorgt, dass also der Fasching auch in ein paar Jahren noch Kinder haben wird. Wir haben da alles getan, was in der Mode ist. Als erstes, du weißt nämlich, dass meine Frau und ich 4 Kinder haben. Ich möchte hier dir das 5. Kind jetzt vorstellen. Dieses Kind, das man manchmal stehlen möchte oder abgeben möchte, aber es ist sautür, wenn es fortkäme. Das möchte ich dir jetzt ganz, ganz schnell übergeben und ich möchte dir sagen, es soll nicht nur eine Krücke und Stütze sein, sondern es soll das für dich sein, was es für mich auch war. Und alle tun, was du willst. Super, super. Herzlichen Dank, dass du das übergibst. Danke, danke. Jetzt spricht der alte Zehre. Und bei der Sache haben wir uns natürlich selber geguckt in vielen Abenden. Er hat ja sonst nichts zu tun, hat ja alles andere schon längst unter Dach und Fach, oder? Hast du gesagt, das sei alles erledigt? Natürlich, alles erledigt. Also da ist nichts mehr zu tun. In der Langeweile haben wir nicht nur ein bisschen was gesoffen, sondern haben uns so überlegt, was denn dieser Zehrestab bedeutet. Außer, dass es ein verlängerter Arm ist vom Zeremonienmeister. Ja, das ist schon hier eine Stabstelle und das ist auch mein Job. Und, ich denke, das wäre gut damit. Wir haben immer wieder das Problem gehabt, dass bei 1500 Leuten oder bei 100 Leuten alles ist dunkel, niemand kennt sich mehr aus, man sieht auch keine Leute mehr. Und dann habe ich dann versucht, um so in der Höhe irgendwie zu sorgen, damit die Musik eingeschaltet wird und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt mitgesagt hast. Aber damit der Blumenstrauß gekommen ist, da habe ich nur so gemacht. Hast du das nicht gesehen? Nein, ja nicht wirklich, aber das lasse ich mich gerne für die Einschule. Okay, also es geht einfach darum, dass du mit Zeichen, wenn man die nicht sieht und mit Knurrgeräuschen und so weiter, dass du da einfach dann ganz klar weißt, was passiert. Also das ist dann so, wenn du jetzt auf der falschen Seite von mir stehst, dass das dann heißt, zack, Oma. Links, was ist das denn? Und das heißt Lächeln. Also so einfach geht's und das ganze Gefolge macht mit. Du musst nur zum Beispiel, denn, falls du einen Hut hättest, ich kenne eure Rüstungsmeter, aber wenn du einen hättest, du musst nur den Hut leicht so tun, dann weißt du schon, dass du das gerade anbringst. Das passt nicht. Also
Also auf die Art lebst du länger als Zere mit deiner Stimme, die du schonen musst. Ganz wichtig. Das ist ja ganz super, weil ich habe mir schon überlegt, ich werde wohl meine Stimme heben. Und das ist natürlich super, wenn wir so eine Einführung kriegen in die Zeichensprache der Ceres. Vielleicht muss man das mal so machen, dass man da ein. Der Rudi ist auch noch da. Dass man da eine entsprechende Zeichenvorlage hat, dass man es vorher auswendig lernen kann. Okay, das können wir machen. Ich schicke dir gerne zurück und dann machen wir das. Andere Sache ist, dass du ein gewisses Menü immer wieder erster wirst. Bin schon alle verhindert vom Fasching. Was ist das Einser-Menü im Fasching? Und das Zweier-Menü? Und ich kriege jetzt irgendwas in Richtung Grün. Und damit der Leberkäse und das Wienerle und so weiter nicht gerade so fad sind, du kriegst das ungefähr 433 Mal, möchte ich dir im Sinne deines Jobs etwas Süß-Saures geben, weil du wirst Süßes erleben und auch Saures und tu da so ein Löffel dazu, es wird dir besser machen. Ja. Gut. Danke. Und dort ist es wichtig, dass du bei allen guten und schlechten Gelegenheiten ein gutes Heiß hast. Nicht nur, dass du ein lächerliches Handy so versorgst, wenn du einen Kopfstand machen musst, es trotzdem noch drin ist, sondern dass du, wenn du einfach die Notdurft verrichtest, in der Not, die du hast, und du durftest endlich die Notdurft verrichten, nach dem Alter 25 Frauen und deiner 7 komischen Leute doch noch die Antwort gehört hast und du dann endlich einmal beim Bissoir stehst, mit dem Stab in der Ohrenhand, und das ist dann sauber, das tust du noch weiter. Und da also ist es ganz, ganz wichtig, dieser Stab wird nie losgelassen, denn dahinter steht einer, der nur darauf wartet, dass er die denn in dieser wirklich delikaten Situation losstellt. Ja, das habe ich schon mitgekriegt und darum habe ich oder haben schon einen Perser am Klo statt zum Gesammeln. Das ist ja klar, dass ich mir auch am Stab geglaubt. Weil beim Prinz habe ich auch gesehen, der hat ein kleines Bärsele am Klostall, ich glaube, der gibt immer mit dem modernen Stab. Das ist einfach zu klein. Das ist richtig, oder? Ja, okay, du hast jetzt gemerkt und ich selber bin überrascht, weil wir haben von diesem wunderbar musikalischen und qualitativ hochwertigen Auftritt nichts gewusst. Das ist immer eine Überraschung. Und in dem Fall eine zutiefst positive Überraschung. Jetzt haben wir eine von der Qualität ja doch niedrigere Sache vorbereitet. Und das geht nur dann, wenn alle miteinander da jetzt ein bisschen dann mitmachen. Du musst dir vorstellen, der alte, neue, alte, der ich jetzt bin, der hat ja einen Ausflug zu organisieren. Und den habe ich sicherheitshalber schon, wie du kennst mich vielleicht noch nicht so, aber bei mir sollte alles klar laufen, perfekt und vor allem schon 2 Jahre vorher geplant sie. Und meine Frau weiß das. Und jetzt habe ich einen sogenannten Ziehharmonika, also einen Gelenksbus organisiert, damit auch das Gesamte, ich meine, ich war ursprünglich der Meinung, es sind die Allprinzen, die könnten wir beim Gelenksbus vorne nicht durch. Dann die Prinzessinnen im Gelenksbus hinten. Weil wir ja hellblau und kariert extra sind, das Verbindende oder Trennende oder immer wieder trennend Verbindende Glied in der Mitte, das wäre mir. Und da hätte ich mit dem Gelenksbus eine wirklich wunderbare Ausfahrt, wirklich zur Freude aller, fix, fertig, geplant in der Schublade, der nicht einmal so viel kostet. Und jetzt sieht man da irgendeine Oberzehre, weißt du, was man sieht? Du bist leider 50 bis 100 Jahre voraus. Wir leben hier noch im indischen Kastensystem. Da gibt es nämlich eine Kaste, wie immer die heißt. Dann gibt es eine andere Kaste, wie immer die heißt, und eine andere, die, wie immer die heißt, und da geht jeder extra irgendwo hin. Ich habe jetzt also 2 Schlitten, also 2 Rodel, wo der eine hockt auf und der andere zieht, weil Ceres, Altceres sind ja nicht so viele. Machen wir halt einen kleinen Ausflug. Aber wir möchten trotzdem in die Richtung was tun. Das ist ja erfreulich.
dass du da in die Richtung was du willst, weil irgendwie ist das ein bisschen komisch, dass wir da drei selbstständige Gruppen haben, alle, wo nicht mehr Zähre sind, nicht mehr Prinz sind und nicht mehr Prinzessin sind, wenn sich in sogenannten, glaube ich, Selbsthilfegruppen. Das ist schon modern, glaube ich. Das ist heute, glaube ich, für modern. Sind wir da und machen separat einen Ausflug. Es wundert mich, Kleine, und ich muss dem Peter schon recht geben, es wäre auch mal schön, wenn man zusammen das macht. Und darum haben wir uns jetzt da was überlegt, wo man zusammen machen darf. Daten auch gleich mal dazu was ausgeholt. Und ich tät mit dem neuen Amt des Walten. Und der darf da ein wenig anleiten, müssen nämlich auch alle mitmachen, einmal alle Prinzessinnen, alle Prinzen, alle Zeres. Und dann schauen wir, ob das schon erst Anfang sein könnte, dass man mehr gemeinsam macht und nicht immer so separat unterwegs ist. Es ist zwar ein Frevel, haben wir mir vorher sagen lassen, sowas anzudenken. Was bisschen zählen macht sich von allein, sagt mein Prinz, arme Geschen können schlimm nicht sein, sagt mein Prinz, was der Prinz sagt, dem reicht uns her zur Ehre, wir müssen's wissen, wir sind die Zähre. Telefonieren ist doch halb so wild, sagt mein Prinz, organisieren, dies genauso gilt, sagt mein Prinz, was der Prinz sagt, gereicht uns sehr zu ehren, wir müssen's wissen, wir sind die Zähre. Jetzt, Prinzessin, jetzt bin ich aber gespannt. Ein bisschen warten tut doch keinem weh, sagt mein Prinz, sind wir zu spät an. Doch einfach Gas, sagt mein Prinz, was der Prinz sagt, gereicht uns sehr zu ehren. Wir müssen's wissen, wir sind die Zähre. Jeder folgt dir, oh wie wohl das tut, sagt mein Prinz, das Zepter suchen ist für den Geist auch gut. Sagt mein Prinz, was der Prinz sagt, gereicht uns sehr zu ehren. Wir müssen's wissen, wir sind die Zähre. Jetzt alle. Die Zähre Arbeit macht sich nicht allein, sagen wir, alles vereinen wird nicht einfach sein, sagen wir, Augen zwinkern, rufen wir bei unserer Ehre, all das auf einer der neuen Zähre. Mit Augen zwinkern, rufen bei unserer Ehre, Alastair Feiner, der neue Zähre. Ole, ole! Jetzt kann er mal super Knopf geht. Ja, ole, ole. Sei schon fertig, zeige ich auch noch kurz was. Damit wir die zwei Stunden erfüllen, die wir ausgemacht haben. Ja, ich weiß nicht, der ein oder andere wird mich vielleicht kennen, ich bin ja erblich leicht vorbelastet. Der Vater war ja lang als Clown unterwegs im Fasching. Ja, war der Chef von den Clowns. Ja. Und ich denke, wir sind auch gut unterwegs und mir gefällt es, wo der Martin gekommen ist, war ich zwar leicht überrascht, dass er nicht durchgerannt ist vorher, aber es hat sich jetzt so ergeben. Und jetzt werden wir das Beste daraus machen und ich hoffe, dass wir uns alle unterstützen, wenn wir da einen schönen Kinderfasching machen. Wir bemühen uns mal auf jeden Fall und sind da voll dabei. Wir haben schon einen Haufen Kinder, die am Maler sind, wir werden ja da neue Fahnen machen, wir kennen die Fahnen. Ich hatte schon einen Alprinz einmal, Gott sei Dank, die Idee gehabt und aufgehängt. Und das sind wir auch dabei. Und wenn es da Unterstützung für euch gibt, dann haben wir auch nichts dagegen. Wer also nur eine Fahnenpatenschaft übernehmen will, ist gerne eingeladen. Oder wer noch mitbringen will, die da mitmachen, ist schon gerne eingeladen. Ja, ich hoffe, es wird uns gut gelingen, dass wir das alles anbringen. Wir haben viel vor, noch sind wir euphorisch. Und wenn ich so reingekommen bin, habe ich beim einen oder anderen denkt, so im Augenzwinkern und beim Handgeber, na das arme Schwein davon. Aber
aber ich bin zuversichtlich, dass ich es mit der ganzen Serienmannschaft schaffe. Ich hoffe, ihr glaubt mir nicht verstanden. Und sei ohne Ohre danke und lass uns essen. Das allererste Peter, auf die Selbsthilfegruppen angesprochen und deinen freudschen Versprecher der Potenz. In welcher Selbsthilfegruppe die Potenz ist, das kann man bei uns sehen. Zum Zweiten, du warst später, du kennst meinen Beruf und du warst, ich kenne mich aus mit Selbsthilfegruppen und abgesehen davon, dass ich schon einen organisiert habe, kann ich dir sagen, Selbsthilfegruppen zusammen funktionieren, zusammenzuführen, das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, von Pizza aus und von Pizza aus. Und zum Dritten möchte ich dich bitten, noch einmal aufzustehen und zu mir umzukommen, weil es ist super, dass ihr eigentlich selber wollt. Ihr habt mit eurem Lied vollkommen recht gehabt. Am Fasching war die Zähre, das geht nicht, das ist nichts. Ich hab das. Ein Lehrer dürfen wir mal, wo du mit dabei warst, das funktioniert einfach gar nicht. Und uns hat man vor dem Fasching immer gesagt, du bist mit dem Zähne sicher irgendwann einmal einen Streit oder irgendetwas haben. Ich kann dir sagen, Peter, am 5.11., wo man nie geholt hat, meine Kollegen Prinzen, wo ich heute sehr, sehr stolz drauf bin, bin am nächsten Morgen aufgestanden und dann ist mir das Thema Zähne gefallen und dann habe ich mir gedacht, es kann nur einen. Und ich bin so stolz, dass du das gemacht hast und froh. Und ich danke dir heute nochmal von Herzen für deinen super, super Job. Und ich danke dir vor allem dafür, dass wir so gerade und so dezember geschafft haben. Ihr wisst, der ist mein Schwager, sind im Fasching, ist ja wohl frei. Danke. Als kleine Anerkennung ist es nicht gut. Okay, das sind die Patrick. Immer wieder Rede. Das war schon Fasching so. Da muss ich ein bisschen Mikrofonkämpfer. Ich habe jetzt die Ehre, hier als Ersten unseren Ring zu überreichen. Sage jetzt einmal als wirklich herzliches Dankeschön für die Hilfe, für die Unterstützung, weil ohne die wäre es sowieso nicht so geworden, wie es geworden ist. Wir sind wirklich, wirklich froh, dass du uns das gemacht hast und ein herzliches Glückwunsch. Klatschen, es ist ein bisschen holprig, aber gemeinsam mit uns allen bringt sie es keiner. Es ist schon fast doof. Mit Gerhard Schröder telefoniert und soll euch, liebe Elke und lieber Martin, recht schöne Grüße sagen. Er kommt wahrscheinlich zum Alfred zur Wahl. Also, ich habe die Sekretärin auch gesehen, von was noch das mit dem Privatjet, ob er da eine Landegenehmigung kriegt, das ist eine Kleinigkeit für uns. Ja, also, danke an alle Zähre und wir hoffen auf einen tollen Fasching. Thomas, ich bin mit deinem Vater natürlich auf dem Lautsprecherwagen, das war am VW-Bus, Fritscherwagen mitgefahren als Clown. Das ist unvergesslich, ich habe so gerne ein Foto, ich muss da mal das zeigen. Okay, vielen Dank und guten Appetit, oder? Das ist ja schon. Das wollte ich Ihnen erzählen, ja. Danke, Martin. Ja, ich möchte aber sagen, vielen Dank, dass wir alle gekommen sind. Und ich glaube, jetzt hat jeder schon langsam einen Hunger. Und jetzt werden wir unsere Bedienungen werden jetzt zack, bumm, aufnehmen, wer was erst möchte. Nochmal vielen Dank. Und bis zum nächsten Jahr. Ohne Jahre!